Ja, angehitscht ist er. Hier dasselbe Spiel. Hitch Dino und Verhalten wandern. Ich mache den mal eben aus, bis das erledigt ist. Sonst werden wir das Viechle heute nämlich nicht sehen, Leute. Wenn der das so schnell einzieht. So, nochmal hingeschmissen. Befruchtetes Velonasaurier-Ei. Die letzten Sekunden laufen. Der erste Nachwuchs in der Extinction-Staffel. Ich freue mich saumäßig. Servusle, meine Lieben. Willkommen zurück zu unserer Daily Dosis Arc mit Voucher und mit Alderle. Heute gibt's Nachwuchs hier auf Extinction, meine Lieben. Ich habe vor, die beiden hier ein Baby machen zu lassen. Schon allein, um zu schauen, ob sich die Farbe gleich vererbt. Wir brauchen dafür einen Hitch. Und wir gucken mal, ob wir Seedlings herstellen können. Ich möchte da oben zumindest die Ebene parallel reinziehen, dass wir ein bisschen was Nützliches noch machen, während die Babys machen. Aber als erstes mit dem Hitch, weil ohne Hitch mache ich nichts. Ihr wisst, was ich meine. Hitch. Hier ist er. Hitching Post. Und den konnte ich, glaube ich, im Rucksack machen, wenn ich das noch richtig weiß. HI. Ich ziehe einmal Mats. Okay, wir brauchen Stroh. Da muss ich doch tatsächlich kurz vor an die Werkbänke. Ich bin tierisch gespannt, Leute. Ob die... Kann man die überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob man da Babys machen kann. Ich habe nämlich die Kommentare noch nicht lesen können, weil ich mal wieder vorproduziere. Ne? Muss ich machen, sonst haben wir keine Folgen, Leute. HIT. PEM. Okay, das läuft. Nee, Stroh. Sag mal, hab ich keinen Stroh mehr? Alter, hast du keinen Stroh mehr hier? Nee. Ich sehe zumindest keins. Alter, wie übel ist denn das? Wir haben keinen Stroh mehr. Dann hole ich kurz... Wir brauchen hier nur eine Handvoll. Da drüben ist ein Baum. Da hole ich mir jetzt das Stroh, Leute. Und dann setzen wir den Hitch und dann hauen wir die zwei schon mal zusammen. Weil das Ei kann sich ja schon mal machen. Das muss ich nur rechtzeitig einsammeln. Und in dieser Zeit sehe ich dann auch, wie lange jetzt der Breeding-Timer ist und wie lange der Ei-Timer ist. Und dann werden wir das schon hinkriegen, denke ich mal. Und danach geht es natürlich, wie versprochen, weiter zu den Eulen. Nimm noch mal ein bisschen Holz mit gleich. Kann sein, dass ich auch noch eine ganze Latte Zeugs farmen muss für die Seedlings. Schauen wir uns gleich an. Ein wunderschönes Eckel haben wir uns da rausgesucht. Das wird gut. Da oben kommt wahrscheinlich auch noch ein Wahrzeichen hin. Muss ich mir mal anschauen. Ich glaube, eins meiner Barthaare macht sich gerade selbstständig. Muss ich mal mit ihm reden später. Schön, dass ihr wieder reinschaut, meine Lieben. Hat's letzte Mal ja super geklappt mit den beiden hier. Ich bin tierisch stolz, dass wir das geschafft haben. Was wollte ich denn machen, den Hitchimichi? Einmal Hitch und einmal her. Schunkeln ist bei Gott nicht schwer. So, das Teil haben wir, Leute. Lass mal den Alderle, müssen wir natürlich auch reparieren. Der hat noch seine ganzen Klamotten zerfetzt von unserem Eingriff beim letzten Mal. So, Leute. Den Hitch können wir ja hier unten aufstellen, ne? Dann sehe ich jetzt auch gleich, wie lange das dauert. Ich würde sagen, ich hitch die einfach mal hier hin. Dann wissen wir auch gleich Bescheid, Leute. Nicht schlagen, Alterle. Nicht schlagen. So weit sind wir noch nicht. So, einmal hier hin. Ah, es ist ein schönes Tier. Da haben wir echt Glück gehabt. Hitch Dino und Verhalten aktiviere Wandern. Bams, Nummer 1 ist dran. Das Männchen dazu gestellt. Ja, angehitscht ist er. Hier dasselbe Spiel. Hitch Dino und Verhalten wandern. Jetzt müssten die beiden normalerweise... Ja, Paarung bei 3,3%, Leute. 4,9%. Dieselben Einstellungen wie auf Ragnarok und auf Aberration. Falls sie jemand mal sehen will, könnt ihr auf der Homepage gucken im Bereich Gemothek. Bei Ark habe ich die Mods eingehängt und die Einstellungen, ne? Oh, die Paarung geht recht schnell, aber die sind auch recht schnell gezähmt gewesen. Vielleicht ist das so. Da machen sie Babys, da gehen sie voll ab, die zwei. Ja, brauche ich jetzt hier nicht lang warten. Da warten wir auf das Ei lieber, bevor ich jetzt hier Scheiße baue. Wobei ich so ein paar Seedlings schon gern hergestellt hätte. Wir können ja aber schon mal gucken, was ich für Seedlings brauche. Dann weiß ich gleich, was ich farmen muss. La 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 la. Unser ersten Baby ist auf Extinction. Da freue ich mich jetzt saumäßig drauf. Bin gespannt, wie sie aussehen, die Kleinen. Steindach. Stein? Oh, wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz und Stroh. Da müssen wir auf jeden Fall farmen gehen gleich. Aber wenn das Ei genauso schnell durchjagt, die vier Klimaanlagen haben wir gebaut, oder? Oh, das schaffe ich vielleicht, dass ich die kurz hole. Vielleicht baue ich das tatsächlich jetzt professorisch unten auf, dass wir das Baby mal haben. Und dann kann ich ja immer noch oben gucken, ne? Hier sind die Klimas. Hey, dann machen wir das unten beim Dings einfach. Waren da Seelings drin? Eine Seeling. Das ist aber nicht viel, ne? Habe ich schon welche gebaut eigentlich, Leute? Ich sehe keine. Auch hier sehe ich keine. Doch, das sind 27. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Da können wir gleich weitergehen. Machen wir das Stroh rüber und das Holz. Ja, guck mal, das sind auch nochmal 8. Ja, sehr schön. Dann baue ich zumindest die erste Ebene schon mal. Jetzt müssen wir gucken, das Ei ist bestimmt schon da, Leute. Ob da schon das Ei klickt? Nee, aber gleich. Aber gleich. Aber gleich. Wo kann ich denn das hinmachen? Hier, schön. Ich will schon mal gucken. Lass mich durch.
Lass mich. Komme ich von unten ran oder muss ich von oben? Ich muss von oben. Alles klar, kein Problem. Jetzt warte ich aufs Ei. Sonst platzt man das hier vielleicht noch weg. Ach so, halt, stopp. Erst die Paarung, ne? Ich hab's schon. Ne, da ist das Ei. Oh, ist das komisch. Ich habe mir das anders vorgestellt. So. Hey, warte, doch, das ist das Ei und das Ei brüten wir jetzt aus. Und bei den Säugetieren war es doch so damals, dass ich hier gestanden bin und mich gefreut habe und dann haben die erst gepoppt gehabt, ne? So, wie lange ist denn der Timer jetzt? Wie lange ist denn deaktiviert? 5,5 Stunden. Jetzt pass mal auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich gehe mal eben kurz hoch. Stopp. Das will ich jetzt schon wissen. Kommen wir vielleicht mit den Ceilings schon mal rüber? Ich will ja mal wissen, wie das überhaupt aussieht, wenn ich hier eine Decke reinziehe, ne? Ja, das machen wir jetzt, bevor das Baby nicht da ist und mehr oder weniger nicht mehr auf uns angewiesen ist. Kann nicht gesetzt werden. Das war schon mal, das war schon mal. Hier kann es gesetzt werden, aber hier nicht. Das heißt, ah, ich wollte es eigentlich auch eins tiefer machen. Kann das sein? Weiß es noch jemand? War da nicht irgendwas, dass ich das... warte mal, ich muss das kurz anders machen. Aufheben. Die Frage ist, wollte ich die Höhe hier nehmen oder eine drunter? Das weiß ich nicht mehr. Ich bräuchte so eine Rampe noch. Ich hole mal noch eine Rampe. Oder wollte ich das eins tiefer ansetzen und habe da schon eins dazu gesetzt gehabt? Ich glaube, wir können es eins tiefer ansetzen. Das muss jetzt ja irgendwie gehen. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo das gesnappt hat. Möglicherweise zerfällt uns jetzt auch gleich was. Weil, wenn ich das jetzt hier hinmache, ja, und das hier wegmache, kann es sein, das snappt an dem dran. Wahrscheinlich sogar, gell? Wenn wir sehen, zur Not opfer ich die jetzt. Wenn ich das wegmache. Ja, scheiße. Scheiße. Wie mache ich denn das dann? Da muss ich wahrscheinlich einmal eine Säule ziehen. Komme ich nicht drum rum, ne? Ich dachte, dass es dann unten da irgendwie dran snappt. Also hier will es offensichtlich nicht, ne? Was ich aber nicht verstehe. Wenn ich es hier dran heb, geht's. Aber am letzten funktioniert es leider nicht, ne? Okay, da muss ich mir mit einer Säule behelfen. Wir werden wahrscheinlich ein paar Materialien brauchen. Das heißt, vorübergehend bauen wir jetzt die Klimaanlagen einfach hier dazu. Du bist die Brotbutter, du bist dann die Hebamme. So sehe ich das auch. So sehe ich das auch. Stückle. Pass mal auf, ich setze die jetzt hier hin. Die nächste nebendran. Ich könnte jetzt theoretisch die ins U setzen, ne? Beziehungsweise in so eine L-Form. Da hätte ich auch Bock drauf, dass wir das machen. Es ist nur die Frage. Oder soll ich so einfach oben drüber? Es geht ja auch, dass ich es einfach oben drüber setze. Professorium ist ja wurscht, ne? Wie wir es machen. Sind die alle betriebsbereit? Jo, sind sie. Und hier batze ich jetzt das Ei dazu. Und dann wissen wir auch, wie lange wir jetzt Zeit haben zum Farmen, Leute. Jetzt pass auf. Nicht essen, sondern mit O, ne? Jo, da liegt's. Wie sieht's aus? Verdirbt in 7 Stunden. Brüten 7 Minuten 26. Alles klar, also bei 14 hier auf meiner Uhr. Dann haben wir nicht allzu viel Zeit, ne? Pass mal auf. Jetzt hause ich mal hier durch. Hab da toll gemacht. Ich bin gespannt, wie es aussieht, das Kleine. Fleisch haben wir ja, ist ja alles normalerweise kein Problem. Hast du noch irgendwas Brauchbares? Ne, ja schon, aber nicht das, was ich jetzt brauche. Und ich habe, glaube ich, auch keine Rampe mehr hier, ne? Guck mal, die sind jetzt auch fertig. Die nehme ich schon mal mit. Hier habe ich doch Säulen vorbereitet. Guck mal, Einser. Hier haben wir eine 5er-Säule, sehr gut. 3er-Säulen, sehr gut. Das müsste eigentlich auch schon reichen zum Glücklichsein. Oh, warte mal, wenn nicht, nehme ich nämlich die hier mit und baue mir tatsächlich hier einen Stützpfeiler. Das sieht bestimmt auch gut aus. Du bist überladen. Kurzer Moment, wir brauchen ein bisschen. Ich bin sehr aufgeregt jetzt. Immer noch so ein ganz kleines bisschen glücklich, dass wir das geschafft haben, die überhaupt zu bekommen. Mal gespannt, wie lange es geht, bis hier was einschlägt und uns alles zerschlägt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es irgendwann so weit sein wird. Aber du bist komplett überladen, ne? Dass er überhaupt losgeflogen ist, war super. Kurzer Moment. Ich kriege das jetzt schon hin. Ich lade mal kurz was rüber, das wird dann... Pass mal auf, mach mal in den AG noch die Kapsel kurz rein, weil die brauchen wir jetzt ja nicht unbedingt am Mann. So, einmal hier rüber. Das Schwert, da freue ich mich auch, dass wir das haben. Sehr gute Geschichte. Ist aber nur ein halbes Kilo, ne? Den Knüppel kannst du rüber machen, die Kohle mit 8 Kilo, die Lash können wir rüber machen. Das Zeug wiegt zwar nichts, aber verstopft das Inventar, paar Renga. Da guck mal, die Pfeile, die wiegen auch recht viel. Dann können wir die auch noch rüber machen. Das Fleisch. Jetzt müsste ich eigentlich wieder laufen können. Ja, so wirkt es doch gleich viel besser. Sollen wir da eine große Säule einfach reinknallen? Oder
Wenn, würde ich eine große Säule reinbauen, Leute. Ja, das machen wir. Dann sieht es auch ein bisschen massiver aus. Massive, sozusagen. Und zwar müsste die hier hin, glaube ich, ne? So. Und da setze ich jetzt mehr oder weniger die Geschichten erstmal hin. Kurzer Moment, bitte. Habe ich euch überhaupt dabei? Seid ihr da? Manchmal bin ich etwas durch. Wir werden das Baby heute sehen und da freue ich mich aber jetzt schon mal ganz gewaltig, ne? So, und der Rest sollte von oben gehen, wenn nicht, muss ich mit dem Agi. Ich glaube, ich mache es gleich mit dem Agi. Schöne Geschichte. Ah, es nimmt langsam vor, Mann. Und danach holen wir uns die Eulen. Dann machen wir da natürlich auch die gleiche Geschichte. Okay, ich hab's vergessen. Du bist immer nur ein bisschen schwer, gell? Pass mal auf, Alter. Wenn ich dir mal die Säulen rübergebe und das da, können wir dann, haben wir dann einen Deal? Nö, haben wir immer noch keinen. Dann laufe ich. Probiere ich es doch erstmal so. Was mich wundert ist, dass ich es nicht so... Das geht doch. Die ganze Zeit denke ich schon, das ging doch immer schon. Bäm, und den Rest kann ich von oben machen. Ah, Leute. Da machst du was mit mir im alten Voucher hier. Was hast du für ein Problem? So, mein Freund, weiter geht's. Nicht lange aufhalten heute. So, siehst du? Das sieht nämlich auch gar nicht schlecht aus, finde ich. Ja, das kann ruhig so sein. Da werden wir wahrscheinlich so vereinzelt noch ein paar fürs Auge hinsetzen von den Säulen und dann passt das schon. Ich hoffe natürlich. Ja, natürlich klappt's. Alter, so, und jetzt machen wir folgende. Einmal bis rüber. Das soll da drüben wieder reinklitschen. Na? Ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Munkeckle und so, ne? Wisst ihr? So, Leute. Und das ziehen wir jetzt hier rüber. Da wollte ich ja dann später die Klimaanlagen irgendwie auch installieren. Auch schön. So will ich das. Ich weiß noch nicht, ob wir alles zumauern oder nur ein Teil. Ich glaube nicht, dass ich es ganz zumache. Es wird eher so eine Halbebene werden, ne? Oh, ist das schön, dass wir das jetzt einfach hier so bauen können. Durch die Fundamente unten. Ja, das wird so eine Halbebene. Ich weiß aber noch nicht genau. Ich muss mir das mal von unten anschauen. Ich bin tierisch froh, dass wir das jetzt gerade machen. Freue mich schon die ganze Zeit drauf. Ja, Leute, da ziehen wir uns eine wunderschöne Ebene rein. Und damit das später auch cool aussieht, kommt hier hinten ins Eck auch noch eine Säule hin. Hier irgendwo. Möglicherweise ziehe ich aber auch die Säule einfach weiter hoch. Die schräge hier. Das sieht dann schon gut aus. Ich mache das gleich. Ich mache das gleich. Die will nicht. Ah, das kann natürlich sein, dass das hier gar keine Ding war. Müsste ich kurz... Ich würde ja mit dir aber... Ja, du brauchst gar nicht pfeifen. Du brauchst gar nicht pfeifen. Mach mal Ausdauer, ein bisschen auf Gesundheit. Schöne Geschichte. So, der Agi müsste uns doch jetzt normalerweise wieder tragen können, oder? Guck nicht so beleidigt, Vogel. Ja, der läuft. Da flutscht's mit dem Agi. Oh, das wird cool. Die ziehen wir dann hierher bis ungefähr an die Kante. Die Ebene. Mache ich wahrscheinlich hier oben noch eine dritte Ebene rein, wo wir dann unser kleines Lager haben für Dinge, die wir sonst nicht brauchen. Und dann ist das so schön 3D. Das ist wie ein Loft, Leute. Das wird wie ein großes Loft. Ach, da ist ein Deckenelement drauf. Wahrscheinlich geht es deswegen nicht. Mit der Foundation. Brauche ich gar nicht rumhopfen. Das wird nicht funktionieren, was ich hier machen will. Schade eigentlich. Also ich hätte die gerne hier gehabt. Wenn ich die aber jetzt einfach hier drauf setze. Wichtig ist halt, dass die Sachen noch funktionieren. Ja, das geht. Alter, jetzt kriege ich gerade Bauchweh. Was ist denn jetzt los? Habe ich ja noch nie gehabt. Wahrscheinlich so wird es viel gefressen. Weißt du, einfach so... Einfach so, weil wir es können. Guck mal. Ja, das hat schon was. Das kriegt es ein bisschen einen eigenen Style. Jo, das gefällt mir. Hier haben wir auch ein wunderschönes Eck, wo wir irgendwas machen können. Vielleicht machen wir sogar hier die Klimas rein, weil das ist ja schon fast abgetrenntes Eckle. So gefällt mir das. Gut, die Säule da hinten, die werde ich wahrscheinlich umsetzen. Die müsste dann eher an die Kante hier. Flieg mal kurz hoch, lieber Agi. Ich will mal uns noch ein bisschen... Was war das für ein Geräusch? Ein Kombi haben wir noch keinen, ne? So, Leute. Wie viele Seelings habe ich denn noch? 10 Stück. Da können wir doch hier noch ein bisschen was machen. 2. Ne, das war nicht. 3. 4. Ich habe noch eine Idee. Das wird wahrscheinlich noch cooler. Aber wir brauchen halt Mats jetzt demnächst mal, ne? Stell dir mal vor, wir kommen hier hoch, ja? Und das ist jetzt rein nur fürs Brüten.
Das wäre jetzt rein nur fürs Brüten, dass ich hier die Eier ausbrüte. Mach hier ein schönes Geländer hin. Und dann ist dieser Aufgang erstmal fertig. Nee, nee, das ist zu klein. Das Eck können wir zwar trotzdem benutzen hier. Und da kann es auch gut sein, Leute, dass ich uns hier das Ganze schön verglas. Wenn wir die Zeit haben. Wie gesagt, wir haben ja noch den Ragnarok-Spielstand und ich weiß ja auch nicht, wann ich das alles bauen will, was ich da gern machen würde. Aber es sind halt so meine Vorstellungen, die ich so habe, ne? Ich lasse die mal angehitscht. Kann gut sein, dass ich noch ein zweites Baby mache. Dann haben wir nämlich schon mal vier starke Tiere. Dann holen wir uns noch einen Rudelführer. Vielleicht einen Yuti oder so. Nee, oder hat das Ding das Ei eingesnappt? Hey, jo, der hat das Ei eingezogen, der Säckel. Kann ich das nicht einstellen? Pick only eggs, pick both. Egg and Poop Collector, pick Filter. Pick all poop tips. Pick only poop. Filter. Only pick large poop. Ich mach den mal eben aus, bis das erledigt ist. Sonst werden wir das Viechle heute nämlich nicht sehen, Leute. Wenn der das so schnell einzieht. So, nochmal hingeschmissen. Boah, ich dachte schon, mein Ei wäre weg. Also dieses hier von den Tieren. Jetzt sind wir bei 15 plus 7, sind wir bei 22. Das reicht natürlich trotzdem noch. Jetzt habe ich natürlich Bock, Leute. Jetzt machen wir ein paar Seelings noch, oder? Jetzt machen wir noch ein paar Seelings. Das heißt, ich muss jetzt Material farmen gehen. Boah, ich überlege, ob ich das so lasse oder ob ich nicht von hier erstmal eine Spur darüber ziehe und guck, da ist tatsächlich ein Bienenstock. Wer hat denn das von euch letztens gesagt? Guck mal, hast du recht gehabt? Da haben wir einen Bienenstock, Leute, da oben. Und so wie ich die Sache sehe, kommen wir auch in die Nähe der Bienen, wenn ich das fertig gebaut habe. Pass mal auf, ich baue jetzt von hier, ja, von hier eine Linie hier rüber. Und dann entscheide ich, ob ich da weiter vorne hier vielleicht das hier überdache. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe einfach auf alles Bock gerade. Ne? Also, wir gucken mal kurz. Wir brauchen jetzt um die 100 Seelings. Das wäre das Ziel. Wir farmen jetzt Mats für 100 Seelings und dann schauen wir uns das Velo-Baby an. So, das müssen wir auch noch umräumen. Das kommt aber dann, wenn ich weiß, wie ich es haben will. Ne? Pass auf. Stopp, du musst hier rein. 100 Seelings sollen sein. Schalali und Schalalein. Stein. Hauptsache, es reimt sich alles, Watch. 100. Bam. Ich brauche 2000 Holz. 5000 Stein. Ist das euer Ernst? Wow. Wow. Und Stroh. 2000. 6000 Stein, das kriegt der Dödi hin. Das ist kein Problem. Holz 2000, das wird ein Problemchen. Zumal ist der Baum wieder da. Ich fliege mal kurz den Kasteroides-Kollege rüber. Ach so, der Vogel ist voll, ne? Boah, Leute, jetzt muss ich alles umbauen wegen Holz. Stopp. Müssen wir nicht. Wir haben ja den Kollege hier, den mache ich von Hand. Ich müsste allerdings kurz mal gucken, was kann ich in dem eigentlich skillen hier? Bisschen Leben und auf jeden Fall Gewicht, dann kriegt er das Zeug auch getragen, das er tragen soll. So, mein Freund. Dann flitze ich. Guck mal, der Baum ist übrigens auch wieder da. Einfach absteigen, Werkzeug richten. Aber es ist ein Haufen Holz, was wir da brauchen, ne, Leute? Egal, dann fange ich heute damit an, dann mache ich offscreen den Rest. Hauptsache, wir kriegen die Ebene irgendwann. 2000 Holz waren es, oder? Waren es 5000? Ne, Stein war es so viel. So, ich räume dir mal die schweren Sachen hier kurz rüber. Weil du bist tatsächlich derjenige, der hier das alles machen wird. So, einen Baum haben wir noch. Der ist recht schnell, gell? Macht ihr viel mit eurem NV-Zelle? Ich habe fast noch nichts gemacht mit dem, außer einmal einen Ausflug nach unten. Jetzt merke ich aber gerade, wie cool der eigentlich ist. Guck mal, hier hat es auf jeden Fall diesen Baum. Den gönnen wir uns. Ich brauche viel mehr. Ich muss tatsächlich kurz nach unten, Leute. Ich muss rechtzeitig oben sein, wegen Baby halt, ne? Ah, in Fahrzeile, wie machen wir das jetzt? Ich will jetzt hier auch nicht. Da vorne sind noch mehr Bäume. Hol erstmal die. Die sind auf unserem Ring, ne? Schön, das wird ein geiles Loft, Leute. Dem Alterle sein Loft, das wird das absolute Bringerteil. Ich kann jetzt mal Folgendes machen. Dann hauen wir die ersten Seelings jetzt durch. Aber hier ist auch jetzt ein bisschen Stroh dabei. Oh ja, das ist ein guter. Guck mal, der bringt 400 Holz, der Baum. Sehr schön. Gut zu wissen, dass wir hier sowas haben. Der auch, ne? Und? Ja, der bringt auch knapp 400. Der bringt 400. So, mein Freund, ich hau dir das wieder rüber. Schauen wir mal ganz kurz, was wir haben. 1200 und 200 Stroh. Muss ich für Stroh auch nochmal weg? Jetzt pass mal auf, ich laufe mal hier noch durch. Vielleicht ist noch so eine Baumansammlung irgendwo.
Ich sehe keine, ne? Nee. Und wie sieht's hier aus? Da gucken zwar grüne Sachen durch, aber es sind keine Bäume, ne? Lieber in Forza. Da hat es eine ganze Armee von Bäumen. Die holen wir uns. Yo, Lady. Ja, wie er abgehen kann, wenn er will. Geile Geschichte. Dann schaffen wir das. Ist gar nicht so weit weg, wie ich gedacht habe. Guck mal, das sind auch gute Bäume. Fast 300, ne? Weiter geht's. Immer schön gucken, dass ich nicht überladen bin. Ab und zu zurück ausräumen. Ja, das packen wir. Hier kriege ich auf jeden Fall Holz und Stroh, was wir brauchen. Ich würde sagen, wir machen noch die Bäume zu Holz und die anderen dann zu Stroh. Ja, sehr schön. Eine schöne Mischung. Die Folgen liebe ich am meisten. Die gemischt sind zwischen Babys machen und Base Building. Jetzt rutsche ich auch gleich vom Stuhl komplett runter. Mal gespannt, wie lange ich noch drauf hocke. Es ist so rutschig halt im Leder. Was ist denn da los? Sehr gut, Alter. Ich bin sehr stolz auf dich. Hier ist auch ein City Terminal, siehst du? By the way. Da habe ich auch schon lange mal reingeguckt. Schauen wir mal mit den Erkenntnissen, die wir gewonnen haben, hier rein. Was ist das hier? Aufklärer. Den haben wir auch noch nie gebaut. Den wollten wir auch noch bauen, ne? Den Aufklärer wollten wir bauen. Den Fahrzeller haben wir natürlich. So, jetzt hole ich noch Stroh. Und die spawnen ja nach hier an der Ecke. Das heißt, wenn wir da wieder brauchen, gehe ich in Zukunft hierher. Dann kriegen wir auf jeden Fall genug Zeugs zusammen, ne? Ich will diese eine Linie Ceilings jetzt noch bauen, um zu sehen halt, was wir da so bewerkstelligen können. Wir können jetzt gleich mit dem Dödi noch Stein holen. Hat es die Strukturen kurz zerfetzt, ne? Was ist denn das noch? Ja, jetzt hat es auch noch die Laternen, aber da brauche ich momentan nichts. Da hinten hat es auch noch eine ganze Reihe von den trockenen Bäumen. Ich gucke, weißt du was, wir nehmen es gleich mit, wir brauchen es ja eh. Wollen wir schon mal hier sehen, dann bleiben wir hier. Ach so, das Baby. Nix, wir gehen zurück, ich will die Geburt nicht verpassen. Da muss ich dabei sein. So, Leute. Wir können uns natürlich immer so ein ganz kleines Stückchen hier hochporten. Why not? Das macht er gut, gell? So, und dann sind wir einmal mit einer Runde rum. Guck mal, das hat voll wenig Zeit gekostet, ne? Ich muss mich kurz richtig hinsetzen, Leute. Aufs Alter biegt sich das Kreuz nicht mehr so schön durch. So, Servus Base. Die Base, Space Base. So, stopp, ich muss kurz nach dem Ei gucken. Lumli, lumli, lum. Alle gucken sie hier, alle warten sie auf den ersten Nachwuchs. Oh, 51 Sekunden, da brauche ich jetzt direkt Fleisch. Das war eine knappe Geschichte. Gib mir mal ein bisschen Fleisch für dein Baby. Oh Leute, geile Geschichte. Da haben wir auch von den Hörnern Keratine. Okay, pass auf. Mach das Ding weg. Du brauchst es ja nicht gleich schlagen, wenn es schlüpft. Das haben wir schon mal gehabt. Ey Leute, jetzt sind wir aber gerade zurück. Vielleicht fahren wir nochmal eine Runde. Ich muss gleich mal gucken jetzt, was das Baby hier so anstellt. Befruchtetes Velonasaurier. Die letzten Sekunden laufen. Der erste Nachwuchs in der Extinction-Staffel. Ich freue mich saumäßig. Aber spät angefangen eigentlich, ne? Auf Aberration war ich schneller mit Babys. Da haben wir ruckzuck Bulbdogs gezüchtet. Ja, du freust dich auch, Hebamme. Oh, Lego mio. Jetzt muss ich erstmal mit E und dann muss ich's anhalten, ne? Da ist es, Leute. Oh, das hat eine geile Farbe. So, annehmen. Oh, ist es gut? Ist es gut? Verhalten, wandern, deaktivieren, mir folgen. Ich gehe runter in die Hocke. Ich mache unser Interface weg. Leute! Guck mal, wie süß das guckt. Und es neigt auch sein Köpfle zu uns. Ja, hallöle. Ich habe gerade geschaut, welches Level das hat. Sieht jemand's Level? 138. Stolzes Level für Babyle, oder? Du bist nicht seine Mutter. Guck nicht so rüber, sie ist nicht deine Mama. Ah, Fleisch muss ich dir geben, Entschuldigung. Hat es gerade geleuchtet? Oh. Wow. Nahrung 7200, da können wir Gas geben. Leute, 2200 Gesundheit. Nahkampfschaden 300%. Ist natürlich jetzt der aktuelle Stand. Und 90 kann es schon. Alter, da ist es goldig. Ist es goldig, meine Lieben, oder? Zieh's dir rein. Komm mal ein bisschen hier rüber. Komm mal hier rüber. Ja, lauf mal auf mich zu. Ich will das sehen. Dum di dum di dum di dum. Ist die süß? Ist es überhaupt eine die? Ist bestimmt ein Junge so süß, wie der ist, oder, Leute? Das Gesicht ist einfach nur gut. Das Gesicht ist einfach nur gut. Flatsch, ich hau dir das ganze Fleisch rein. Ich mach mal das Interface wieder hin.
Ich will nur mal kurz gucken, ob ich da schönere Farb hinkriege, wenn ich's. Ja, so ist doch viel schöner. Geh nochmal näher hin, Alterle. Ah, ist die goldig. Das ist doch nicht die. Jetzt wollte ich nämlich zwar. Männchen, es ist ein Männler, Leute. Alter, ist das cool. Du gehörst jetzt auch zu uns. Du gehörst jetzt auch zu uns, mein liebes. Liebes Tierle, ne? Ist der. Von wem hat denn der jetzt die Farben? Auf jeden Fall von der Mutter. Komm mal mit rüber. Ich bring dich mal zu deinen Eltern. Ja, und schon hat er keine Idee mehr, was er machen wollte. Ich wollte bauen, ne? Also diese durchzogenen Farben haben sie ja beide. Ja, hallo. Ich bringe euch euer Baby, ne? Guck mal. Da kommt's angeflutscht. Nicht so nah, du weißt ja, sonst glitscht er dann nachher drin. Ein paar Meter kannst du noch. Komm, 2 Meter gehen immer. So, Leute. Da haben wir es geschafft, oder? Wie das ist, das guckt so verschmitzt, so. Ich werde dir noch Ärger machen. So, die Farben von der Mama offensichtlich, ne? Vom Vater sehe ich nicht viel. Es sei denn, es hat vom Bauch her vielleicht nicht gerade den grünen Bauch. Da müssen wir noch eins machen. Da müssen wir noch eins machen, obwohl du hübsches bist. So, Leute, jetzt hat es 300 Fleisch drin. Das kann uns jetzt normalerweise nicht mehr kaputt gehen, ne? Jetzt gucken wir mal eben, wie lange das insgesamt braucht. 3,7%. 1 Stunde 18. Das heißt, wir werden die nächste Runde... In der nächsten Runde können wir eigentlich ins Schneegebiet gehen, den Teleporter aufsetzen, uns heimteleportieren. Und dann muss ich halt da sein, wenn der Prägetimer ist. Aber wir könnten dann Ausflug machen ins Schneegebiet, den Teleporter setzen. Dann kommen wir wieder her für eine Folge, bauen die Ceilings weiter, die ich jetzt noch gleich einkippe. Und dann gehen wir weiter im Schneegebiet. Ich gucke nochmal kurz rein. Alles klar, das müsste jetzt eigentlich lang. Alles klar, meine Lieben. Schön, dass ihr dabei wart, unser erster Nachwuchs. Super Geschichte. Jetzt kann ich auch den Dings wieder anschmeißen hier. Den Ei-Geschichtle. Das wundert mich, das hat er nicht immer gemacht, ne? Was haben wir eigentlich für Eier bisher? Keine. Wahrscheinlich habe ich sie in den Kühlschrank geräumt. Meine Lieben, komm, wir machen noch Ceilings durch. Dann ist gut für heute. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Wie gesagt, Schnee. Kurz den Teleporter, suchen wir uns ein schönes Gebiet im Schnee. Wahrscheinlich bauen wir die Schneebasis ein bisschen weiter aus, wie die in der Wüste. Ich habe einfach auf Schneegebiet auch ein bisschen Bock. Raptorus, er hat uns gestern schon Geschenke gebracht. Da war ich sehr happy drüber. Jetzt pass auf, wir haben gefarmt Stroh. Achso, ich kann die Ceilings ja nur durchhauen, wenn wir mal Stein haben, ne? Stroh. Pass auf, erstmal ziehen wir jetzt den Stroh rüber. Transporter hat auch noch 3 drin. Nehmen wir mit. Und Holz. Holz, Holz. 2500 haben wir gefarmt, das ist sehr gut. Pull ich hier rein. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz. Wenn ich 100 Ceilings bauen wollen würde, fehlt uns jetzt noch 617 Stroh und 5000 Steine. Und da werde ich jetzt mit dem Dödi Farm gehen. Das Stroh nehme ich unterwegs mit von dem einen Bäumle und dann passt es. Der ist komplett leer, dann kriegt er auf Gewicht. Passt zur Musik, ne? Meine Lieben, jetzt bin ich richtig angekommen, glaube ich. Das erste Baby auf dem Weg hier. Und hübsch ist es auch noch. Es guckt sehr niedlich. Hat ein bisschen was von diesen Dragons, ne? Ah, mir fällt der Name nicht ein von Aberration. Von den Dragons. Mir fällt der Name echt nicht ein gerade. Wie hießen die? Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ich habe gerade einen gedanklichen Bremsle drin, Leute. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Ich mag übrigens die Ark... Weihnachtsmelodie. Die gefällt mir saugut. Hier waren mal ganz viele Steine. Seit ich baue, ist vorbei wieder, ne? Hier, die kannst du alle nehmen. Ich weiß aber nicht, ob das 6000 werden. 400. Das wird nichts. 800. 1000. Oh doch, das sieht gar nicht schlecht aus. Er ist gar nicht so unbegabt, der junge Mann. Sehr schön. Ach, du hast auch gleich Holz und Stroh gefarmt. Ja, super. Das lohnt sich, oder? Mit dem Dödi unterwegs zu sein, lohnt sich immer. Mit dem sowieso ist ein Agro-Dödi, ne? So, den nimmst du auch noch mit. Lass mich mal ganz kurz reingucken. Wir haben jetzt 1200. Wir haben schon die Hälfte von dem Stein, den ich brauche. Und wir haben fast das Stroh, das wir benötigen. Ja, das kriegen wir hin. Die holst du alle noch, die kleinen. Die bringen nämlich alle um die 400. 350. 785. Hier nochmal. Hast du denn den Skillpunkt gehabt? Nee. Das kann ich gleich nicht mehr auf dem Sitzen, da müssen wir hinter uns herführen. Da vorne ist auch noch Stein.
Guck mal, laufen wir noch 2 Meter davor. Das ist auch noch ein Stein, glaube ich, hier. Schöne Geschichte, Leute. Kurz Moment, der Bui muss Kaka machen. Ah ja, den kannst du doch auch noch hier wegprügeln, oder? Siehst du? Und jetzt haben wir 5000. 1, 2, 3, 4, 4, 8. Das Problem ist, dass ich jetzt zu schwer bin. Nee, es geht noch. Den werden wir noch mitnehmen und dann soll er mir hinterherlaufen, bis wir daheim sind. Leute, dann haben wir es geschafft. Dann kann ich die Ceilings einkippen vielleicht gleich noch. Mache ich dann vor der nächsten Runde. Dann flitzen wir ins Schneegebiet, schauen uns ein schönes Plätzle aus, genießen nochmal, vielleicht finden wir noch ein Schaf. Nehmen wir gleich ein bisschen Raw Mutton mit, halten die Augen schon mal auf nach der ersten großen Eule, die wir haben wollen. Und dann ist gut, dann geht's heim, Baby prägen, in der Hoffnung, wir können es prägen. Und dann gehen wir zurück ins Schneegebiet und dann schnappen wir uns die Eulen und dann geht's weiter, ne? Schöne Geschichte. Ja, ich will unbedingt jetzt hier die Dinger aufbauen. Sag mal, wo hast denn du die Fackel heute drauf? Mach die mal weg. Dankeschön. Hier, das müssen wir ein bisschen weiterziehen da oben, das gute Stück. Vielleicht setze ich die Eiergeschichte auch woanders hin, dass die mir die Eier aus dem Bootbereich nicht rauszieht. Ich muss das Baby nochmal angucken, mal Leute. Da steht er, der Gute. Schöne Geschichte. Wo ist denn der Dödi? Oh. Er war nur ein Schatten seiner selbst. Was war jetzt mit dem Dödi hier nicht in Ordnung? Habt ihr es auch gesehen? Der glitscht da irgendwie blöd drin. Alterle, was ist mit dir los? Du warst im Moment, warst du nur ein Hologramm. So Leute, also dann machen wir das so. Ich bereite die Ceilings vor. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier dann wieder. Dann flitzen wir los und stellen den Teleporter ins Schneegebiet und schauen uns eine Eule raus. Schau mal, nochmal kurz zum Baby hinterher geschielt. Wir können es ja mal noch direkt angucken. Es hat gerade gefressen. Es hat gerade gefressen, Squede. Schön, Leute. Das wird wunderschön. So, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Morgen nochmal eine Runde Ragnarok. Und dann geht es hier natürlich übermorgen wieder direkt weiter mit der nächsten Folge. Ah, ich bin selig gerade. Gefällt mir sehr, sehr gut, Leute. So, hier bleiben wir stehen, Dödi. Ich wünsche euch noch was, Leute. Bis zum nächsten Mal.